Freunde und anwesende Freunde von Friederike Mayröcker. Ein Wehmut geht durch die Räume, wenn wir an sie denken, aber auch sehr viel Liebe. Und die Liebe, die hat sie ja selber am meisten ausgedrückt. Weil ich habe selten jemanden gekannt aus dem Kulturbetrieb, der diese Liebe in sich getragen hat und uns auch so ohne Vorurteile so vermittelt hat. Und es gibt sicher genug hier, die das auch so empfunden haben. Aber wie auch immer, wir sind hier, weil wir ein ganz tolles Buch vorstellen. Ich danke Hans-Ulrich Obriss, der war damals der Kurator dieser Ausstellung über die Zeichnungen von Friederike Mayröcker. Keiner hat sie gekannt, aber du schon. Und du hast schon ein Jahr vorher gesagt, ich mache dir diese Ausstellung, ich brauche jetzt noch ein Jahr. Und dann ist es das geworden. Und wie ihr alle seht, es ist ein wirklich wunderschönes Buch geworden. Und ich danke Martha Stutterecke für diese unheimliche Sorgfalt, diese Einführung, diese Einfühlung, und wir sind richtig begeistert davon. Das Letzte, was da entschieden wurde, war dieser rosa Umschlag, und der hat es doch in sich irgendwie, oder? Und ja, dich muss ich nicht vorstellen, du bist Direktor der Serpentine Gallery und bist ja vielleicht einer der meisten herumreisenden Menschen, die Künstler pausenlos besuchen. Jetzt, heute warst du gleich noch beim Kubelka, und der bitte um die Ecke wohnt, ja, und ein Begleiter der Künstler und natürlich auch von Friederike Mayröcker, und hast ja sehr lang gekannt. Es gibt richtig eine schöne Geschichte, die du uns gleich erzählen wirst. Und Dr. Fetz, der hat den Vorlass gekriegt von den Zeichnungen und den Manuskripten. Und ja, das ist ja auch sehr außerordentlich. Und wie das zustande gekommen ist, von dem hören wir auch, weil von dem hört man nämlich meistens nichts. Man weiß nicht, wie das wirklich zu der Österreichischen Nationalbibliothek und zum Literaturarchiv dann gekommen ist. Und Sie sind ja auch der Direktor vom Literaturmuseum, also passt irgendwie alles zusammen. Aber du hast ja schon wieder neue Pläne, weil es gibt ja noch sehr viel Material, auch gesprochen und aufgenommenes Material. Das soll ja auch alles mal eingefangen und sortiert werden. Wenn wir beim Sortieren sind, wo ist die Edith? Edith Schreiber ist wirklich die Person, die 22 Jahre lang Ernst Jandl und Friederike Mayröcker engstens begleitet hat, und sie weiß am meisten, und ich glaube, dass man, die haben dich wirklich gebraucht, aber du sie natürlich mittlerweile dann auch, und es war so ein enges, inniges Verhältnis, und über so viele Jahre, und das ist ja in einem eingeschrieben. Das vergisst man nie, und das wird immer so sein. Und deswegen haben wir ja auch Wehmut, aber wir haben ja auch Freude, dass wir diese wunderbare Literatin, österreichische Literatin, kennengelernt haben. Und ich kann nur sagen, also die erste Lesung von der Fritzi, die hat 1964 hier stattgefunden. Da war ich also noch nicht da, ja. Und dann später hat sich sozusagen die Grazer Autorenversammlung gebildet aus dem Pen-Club, der war irgendwie so sehr verschroben und veraltet und überhaupt. Und dann wusste die nicht, ja, wo soll man denn auftreten? Und da hat Oswald Oberhofer gesagt, bitte, hier ist die Galerie, macht doch die Lesungen hier. Und die ein bisschen älteren Semester, ja, die wissen, dass hier pausenlos Lesungen stattgefunden haben. Und das war einfach immer, und ich kann mich einfach erinnern, wie der Ernst ist, war der Präsident dann von der Grazer Autorenversammlung, und er ist da, ne, zu seinem Schritt und sehr majestätisch und präsidialhaft. Und dann kam irgendwie die schwarzhaarige Epritzi, und das war natürlich auch so eine Erscheinung. Und ja, und dann sozusagen, dann war mal Ende hier, weil da hat sich dann die alte Schmiede gebildet, und dann sind alle Literaten sind dann darüber gegangen und haben dann dort weiter gewirkt bis heute. Es wollte ich eigentlich, also bin ich bei der, dann habe ich die Martha, also habe ich schon erwähnt. Dann muss ich sagen, dieses Buch und ja auch also die kuratorische Begleitung von der Galerie hat Melanie Hall gemacht, und die Melanie ist leider heute wirklich so wie halt andere auch erkrankt und kann nicht hier sein, und mir tut das unheimlich leid, weil du weißt, also das wäre alles nicht, wenn es nicht die Melanie gegeben hat, die halt einfach ein totales kuratorisches Gespür hat, aber auch für einfach, wie man die Dinge zusammenfügt, und sie hat so an dieser Ausstellung gearbeitet, aber eben auch an diesem Buch, und gleichzeitig möchte ich unbedingt auch, wo bist du?
Frederik, die Veronika Flochen bedanken, die bei uns, die eben mindestens so wichtig auch daran, an diesem Buch gearbeitet hat. Und vielen Dank. Danke. Und an dir danke ich einfach so oder so. Und jetzt darf ich dich bitten, ob du so sprichst, interessanter sprichst wie ich. Sehr schön, danke, Rosemarie. Danke. Ja, vielen Dank, Rosemarie, und vielen Dank an das Dream Team hier in der Galerie. Und ich wollte auch noch mal sagen, wie wichtig der Dialog mit Edith Schreiber ist. Gar nichts hätte stattgefunden, oder Edith, wir sollten Edith einen großen Applaus geben. Und ich wollte beginnen mit einem Zitat von Friederike. Es gibt nirgendwo Gewissheit, es gibt nur Hoffnung. Und das war im Raum, als ich 1985 als Gymnasiast zum ersten Mal Maria Lasnik hier in Wien besuchte. Und während diesem langen Treffen, sie hat sich wirklich viel Zeit genommen und mir zuerst alle ihre Bilder gezeigt und dann gesagt, dass es irgendwie wichtig wäre, dass ich auch ein bisschen mehr Poesie lese, und hat dann irgendwie den Rosengarten vom Buch, wie nennt man das, vom Büchergestell geholt und hat mir irgendwie vorgelesen von diesem wunderbaren Text von Friederike Mayröcker, Rosengarten, den sie ja mit einer Radierung illustriert hat. Und also dieses Gespräch bleibt mir in sehr starker Erinnerung. Lasnik erklärte mir auch, dass ihre Gemälde ein Körperbewusstsein beschreiben und Mayröckers Texte körperliche Besinnung behandeln. Also sie hat sofort den Brückenschlag auch hergestellt. Und es war irgendwie seit diesem allerersten Treffen immer ein Traum, Friederike Mayröcker irgendwann zu treffen. Und das kam dann zustande, als Lasniks Leben nach fast 95 Jahren sich dem Ende zuneigte. Und sie dann irgendwie bei einem meiner letzten Besuche bei ihr in Wien mich fragte, was wirst du denn in Wien tun, wenn ich nicht mehr hier bin? Und das war irgendwie so großartig, weil sie hat dann irgendwie diese Idee gehabt, dass ich irgendwie mit ihrer guten Freundin Friederike Mayröcker mich treffen sollte. Und ich habe dann Friederike diesen Brief geschrieben, dass das ein Wunsch ist von Maria Lasnik. Und so kam es dann zu diesem allerersten Treffen im Café Spern in der Gumpendorfer Straße. Und irgendwie war das der Anfang von sehr vielen Interviews. Wir haben sicher ja über 10 Gespräche aufgezeichnet, und das ist das, was Rosemarie erwähnt hat. Das wird dann das nächste Buch. Es ist immer gut, wenn man ein Buch vorstellt, wenn man auch schon ans nächste Buch wieder denkt. Und, aber ich bin super happy mit diesem Buch und wollte auch nochmals mich bei Martha bedanken, weil wie Rosemarie sagte, die Sorgfalt, aber auch die unglaubliche Ideenreservoir, das Cover mit dieser angeschnittenen Zeichnung. Also wir sollten Martha eine Runde von Applaus geben. Ja. Mayröckers Überzeugung ist und war immer, dass das Schreiben das Leben reflektiert, und sie beschrieb die Melancholie als ihren Antrieb. Sie hat sich dem Schreiben vollständig gewidmet und die Intensität ihrer Hingabe zum Schreiben resultiert in über 100 Büchern. Die hatten wir ja hier auf einem Tisch in der Ausstellung, Tisch von Kuschong A, und es sind, glaube ich, sogar über 120 Bücher. Und dieser totale, wenn man so will, diese Devotion, ja, ist natürlich auch das, was sie mit Lasnik verbunden hat, weil genauso war es ja Maria Lasnik mit der Malerei. Und es ist irgendwie faszinierend, dass bei diesen Treffen, die wir hatten, immer mehr auch die Zeichnung eine Rolle spielt. Ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung, dass es bei Friederike Mayröcker ein zeichnerisches Werk gab. Und das war eine wirklich große Entdeckung. Und sie hat mir auch erklärt, in diesen Meetings, die wir hatten mit Edith, diesen unvergesslichen Meetings im Café Sperl, dass eben sie alles wirklich in Bildern sieht. Sie lebt in Bildern, ihre Erinnerungen sind in Bildern, sie geht in sie hinein, taucht in sie ein und verwandelt sie in Sprache. Und das hat dann auch ein bisschen wieder mit Lasnik zu tun, weil Lasnik mir ja immer im Briefwechsel, den ich mit ihr hatte, auch erklärt hat, dass eben die Malerei dahin gehen kann, wo die Fotografie nicht hingehen kann, zum Beispiel in die Nervenbahnen. So haben wir dann uns immer wieder getroffen im Café Sperl, und das unrealisierte Projekt war irgendwann auch diese Wohnung zu besuchen, von der ich Legendäres gehört hatte. Und nach ein paar Jahren kam es dann zu diesem allerersten Besuch in der Zentergasse. Und in diesem Quartier, in den 5. Bezirk, wo ja Friederike ihr ganzes Leben verbracht hat, die Schule war nur 2 Minuten von der Wohnung entfernt, ja, wo sie 1930 eingeschult wurde. Und gegenüber dem Haus, wo nun der riesige Spar-Supermarkt ist, waren eben die Eisenwarenhändler. Und es ist in dieser Wohnung, dass sie den ganzen Tag und oft auch die ganze Nacht geschrieben hat. Sie schrieb in der Küche, gleich nach dem Aufwachen, morgens im Bett. Und man muss sich vorstellen, dass sich da wirklich diese
Zettelchen, diese Kärtchen gestapelt haben. Es war fast wie eine Stadt aus Kärtchen. Und sie schrieb an einem Buch, hat sie irgendwie aus diesen Körben Karte um Karte gezogen und hat wirklich diese Prosa gewebt. Es war eigentlich ein Weben. Und es waren immer zwei Verbündete mit ihr, bis ganz am Ende. Es war einerseits die Sprache war immer da, und Edith Schreiber. Das sind die zwei Verbündeten von Friederike Mayröcker. Und Edith begleitet sie an jeden Ort, an den sie ging, und die Sprache zu jedem Gedanken, den Mayröcker dachte und für uns festhielt. Die Zeichnungen sind in Serien entstanden, wie die von Ihnen, die die Ausstellung hier gesehen haben, ja feststellen konnten. Es waren serielle Ausstellungen. Es ist ganz wichtig, dass diese Zeichnungen nie für Publikum angefertigt waren. Es war nur für Freunde, für Familie. Und es kommt auch immer wieder zu diesen ewig wiederkehrenden Sujets. Ja? Also Tiere, Selbstporträts, wunderbares Selbstporträt von Friederike als Snoopy. Ja, das haben wir auch als Postkarte dann aufgelegt. Und dann die Schutzgeister. Ganz wichtig sind die Schutzgeister, deren schützende Kraft wir in schwierigen Zeiten speziell gut gebrauchen können. Es gibt Schutzgeister zum Schutz gegen die Unsicherheiten des Daseins. Die hat sie immer auch wieder ihrem Partner Ernst Jandl gewidmet. Für Jandl zeichnete Mayröcker auch Schutzgeister gegen die Angst davor, alleine zu sein, gegen die Angst vor der Dunkelheit, aber auch Schutzgeister gegen böse Menschen und Schutzgeister gegen morgendliche Müdigkeit und Schutzgeister gegen Mangel an Zigaretten. Die allerletzten Schutzgeister sind besonders wichtig und waren für uns alle, glaube ich, die an der Ausstellung gearbeitet haben, eine Rettung. Das waren die Schutzgeister gegen Corona. Ja? Also sie hat wirklich Friederikes Schutzgeister, letzten Schutzgeister waren gegen Corona. Und Sie werden auch sehen im Buch, die Fotos aus 2020 von der Ausstellungseröffnung, da haben wir die Masken und Schilder, und es ist wirklich die Corona-Zeit, und es ist diese Zeit, wo Friederike für uns diese Schutzgeister gezeichnet hat, um uns vor Corona zu beschützen. Wir wollten in der Ausstellung, und das sehen Sie auch im Buch, diese verschiedensten Dimensionen von Friederike Mayröcker zeigen, weil es gab ja nicht nur das unglaubliche literarische Werk, was hier an diesen 120 Büchern ausgebreitet war, es gibt eben Filme, es gibt die unglaublichen Hörspiele fürs Radio, und eben die Zeichnungen. Wir wollten all diese Dimensionen irgendwie hier vorstellen. Und was immer wieder in all diesen Werken auftaucht, ist das Thema des Todes. Ja? Für Friederike Mayröcker war der Tod ein Skandal. Es war eine inakzeptable Beleidigung. Sie sagte mir, sie wolle mindestens 200 Jahre alt werden. Und das ist ja, glaube ich, schon sehr interessant. Also Ligeti, der Komponist, sagte mir mal, da war um die 70, dass er Jahrzehnte Musik zu schreiben hat. Bei Friederike war es ein ganzes Jahrhundert. Ja? Sie wollte eben noch ein Jahrhundert weiterschreiben. Und um den Tod zu vertreiben, schrieb sie gegen ihn und über ihn. Sie nannte ihn eine Schande, ein Stachel, der sie antreibe. In der Sprache sagte Mayröcker, könne sie es mit dem Tod aufnehmen, ihn eventuell auch in Schach halten. So wurde das Schreiben dann eben auch ein Mittel, um zu überleben. Und am stärksten klagt sie den Tod sicher an in dem unvergesslichen Requiem für den Dichter Ernst Jandl, ihren einzigen Verbündeten, den sie auch, und das ist wunderschön, ihren Herz- und Handgefährten nannte. Unser letztes gemeinsames Treffen fand, wie Rosemarie sagte, hier in der Galerie statt im Herbst 2020, und Friederike ist dann im Juni 21 im Alter von 96 Jahren gestorben. Zu Mayröckers Trauerfeier hielt der Dichter Marcel Bayer eine Trauerrede, in der er wirklich die Komplexität von Mayröcker auf wunderbare Art und Weise zusammengefasst hat. Und es ist ja sehr interessant, dass Friederike immer wieder auch von jüngeren Autoren gesprochen hat. Sie hat mir gesagt, ich solle Marcel Bayer lesen, und wie ich dann Marcel Bayer gelesen habe, wollte sie, dass ich Clemens Setz lese. Und also auch dieser transgenerationelle, kann man das auf Deutsch sagen, dieser generationsübergreifende Dialog war doch sehr wichtig. Und hier ein Zitat aus diesem extrem berührenden Nachruf von Bayer zu Friederike Mayröcker. Friederike Mayröcker hat immer mit uns allen gesprochen, und sie hat uns die sanftesten Bilder, die erregendsten Wörter, die hellsichtigsten Erkenntnisse beschert. Der Tod ist ihr Feind. Sie nimmt ihn genauestens in den Blick. Mit der Sprache muss man sich gegen ihn sträuben. Bannen lässt er sich nicht. Aber vielleicht lässt er sich in seinem Vernichtungswerk stören, verwirren, einschüchtern oder vorübergehend sogar betören. So kleidet Friederike Mayröcker den Tod von Gedicht zu Gedicht, von Buch zu Buch, in immer neue, in die lebendigsten, zartesten, drastischen Bilder. Ende des Zitates.
Mayröcker hat sich mit der Sprache gegen den Tod gesträubt und verließ uns im hohen Alter von 96 Jahren. Ganz offensichtlich haben die Schutzgeister gewirkt. Vielen Dank. Und wir haben als Abschluss dieser Rede noch ein Gedicht für Sie, was Edith uns mitgebracht hat. Es ist ein Gedicht, was Friederike vor genau 75 Jahren geschrieben hat, im Alter von 24 Jahren. Gesang zwischen dir und mir. Siehst du den Abendstern? Ich sehe. Hörst du den Wind? Ich höre. Fühlst du die Ewigkeit? Ich fühle. Und dein Name? Nenne mich Nacht. Woher kommst du? Aus deiner Einsamkeit. Wohin gehst du? In deine Innigkeit. Gib mir die Hand. Und dieses Gedicht, 27.07.1948, Friederike Mayröcker. Darf ich das Wort dem Dr. Fetz übergeben? Vielen Dank. Mir ist gerade eingefallen, im Literaturmuseum sprechen wir immer darüber, dass wir ein jüngeres Publikum gerne hätten und Literaturveranstaltungen leiden etwas darunter und hier ist es ganz anders. Und einem gewissen Altersschnitt. Wir hatten nie ein so junges Publikum als bei zum Beispiel der letzten Lesung von Friederike Mayröcker am Literaturmuseum, als die über 90-Jährige ein wirklich jugendliches Publikum, das wir uns sonst auch immer wünschen würden, angezogen hat. Also das nur als Assoziation. Die Zeichnungen hier im Katalog und die hier an den Wänden und in den Vitrinen zu sehen waren, stammen aus zwei Vorlässen, dann Nachlässen, eben aus dem Nachlass Ernst Jandls und dem von Friederike Mayröcker. Und die beiden verbindet eine jahrzehntelange Beziehung, Gefährten vielleicht, dieses schöne deutsche Wort Gefährten trifft diese Beziehung am besten. Sie haben ganz am Anfang und am Schluss ihrer Beziehung zusammen gewohnt, sonst nie. Verbunden waren sie durchs Telefon und abendliche Telefongespräche. Und wir haben jetzt im Archiv eben beide Nachlässe, wobei sich der eine Nachlass, der des Lehrers und Beamten Jandl, sehr viel ordentlicher ausmacht, als eben der ungeheure Nachlass Friederike Mayröckers, zu dem ich gleich noch was sagen werde. Und vielleicht eine Anekdote dazu, die auch diesen Begriff der Korrespondenz im buchstäblichen, aber auch im übertragenen Sinne ganz gut kennzeichnet. Ernst Jandl hat, wie dann vielleicht auch Friederike Mayröcker, unter dieser unglaublichen Flut an Fanpost, an tatsächlichen Briefen und Zusendungen gelitten und gestöhnt. Und ich war einmal Zeuge einer Szene im Vorraum der Jandlschen Wohnung, wo der Jandl in seiner unvergleichlichen Art zu Friederike Mayröcker gemeint hat, diese Korrespondenz, die Post ist die Hölle, wie er gemeint hat. Und Friederike Mayröcker, das kannst du doch nicht sagen, Hölle ist ein großes Wort, das kann man nicht auf die Post anwenden. Ja, dann eben die Vorhölle. Und dieser Dialog, es gibt ein wunderbares Theaterstück aus der Fremde von Ernst Jandl in drei Zeilen und im Konjunktiv, wo es zwei männliche Figuren und eine weibliche gibt. Die weibliche ist unter Anführungszeichen Friederike Mayröcker und die Hauptfigur, die männliche, ist Ernst Jandl. Und da finden Sie solche Szenen, verfremdet aus der Fremde, immer wieder. Jedenfalls, Mayröckers Nachlass, diese legendäre Arbeitsumgebung, und es war schon die Rede davon, in der Zentergasse im 5. Bezirk, war für uns ein Glücksfall, wie ich ihn in meiner Karriere einmal erlebe, neben dem Jandl-Nachlass vielleicht, aber auch, sage ich auch, ein archivarischer Albtraum, weil wir diese Wohnung, es waren zwei Wohnungen, 1999, als die erste Wohnung völlig zu war, ist Friederike Mayröcker dann ins Dachgeschoss gezogen. Und wir haben diese Wohnungen, und hier passt diese Metapher vom Bergwerk oder den geologischen Schichtungen, Schicht für Schicht abgetragen, gebremst durch Corona, vom Arbeitsinspektorat der Nationalbibliothek überwacht wegen dieses wegen des Staubes und allem und haben das wirklich in 1,5 Jahren in Kisten und Edith Schreiber weiß davon auch zu berichten. Wir waren dann ganz eng in dieser Zeit auch zusammen und in der Anfangsphase hat Friederike Mayröcker ja noch gelebt, haben wir diese Wohnung eben geräumt und das macht jetzt dieses unglaubliche
Mayröcker Archiv aus. Und das heißt, über Jahrzehnte hat Friederike Mayröcker, und das zeigt wieder, dass in diesem Chaos doch eine Ordnung war, Schicht für Schicht zusammengehalten durch Wäscheklammern, abgelegt in Plastikpapierkörben, gestapelt und gestapelt und gestapelt. Und wir finden jetzt Zusammenhänge, von denen sie sicher selbst nichts wusste. Ich habe sie dann immer wieder mal gefragt nach was wir gefunden haben. Sie hatte keine Ahnung mehr. Wir haben vorhin davon gesprochen. Sie hat sich auch zum Teil aufgrund dieses Riesenwerkes auch nicht mehr erinnert an die 50er oder 40er Jahre. Jedenfalls aus diesem Fundus stammen eben diese Zeichnungen zum Großteil. Und die obere Wohnung, und da passt jetzt eine andere Metapher, die auf ihr Werk oft angewendet wird, war ein Wuchern. Ein Wuchern, es ist immer weiter gewuchert, diese Zettel, diese Notizen, die sie dann herangezogen hat und aus denen sie dann aus Kernwörtern, aus Assoziationen, die Gedichte und die Prosaarbeiten verfertigt hat. Und es gab dann immer so Spitzen, irgendwelche Dinge, die herausgeragt sind. Und das für mich Eindrücklichste war der Christbaum, also ein Christbäumchen, das auf der Spitze dieses Papierberges stand, völlig schon verdorrt und der da übers Jahr stehen geblieben ist. Und das war für mich immer so ein Leuchtturm in gewisser Weise für diesen Nachlass. Jedenfalls ist für mich dieser Nachlass von Friederike Mayröcker eines der beeindruckendsten Beispiele für das, was wir in der Literaturwissenschaft die Materialität des Schreibens nennen, für einen analogen Nachlass, der sozusagen an dessen Anfang und auch an dessen Ende Friederike Mayröcker steht, denn die Nachlässe, Vorlässe werden digital und das ist wirklich noch ein so von Schriftlichkeit und der Intermedialität von Musik, Literatur und Literatur geprägter Nachlass, wie ich sonst kaum einen kenne. Aber jetzt könnte man sich fragen, wie passen diese Zeichnungen, die oft nur aus wenigen Strichen bestehen, die ganz filigran sind, zu dieser Opulenz und zu dieser Fülle? Das ist eigentlich ein Widerspruch. Er ist es dann aber auch wieder nicht, wenn man daran denkt, dass hinter den veröffentlichten Büchern von Mayröcker, also zwischen den 200 Seiten oder 250 oder 300 Seiten, oft eine viel größere Materialmenge steht, die sie wirklich durch Reduktion immer mehr dann destilliert hat, bis eben das druckfertige Buch dann da war. Also insofern gibt es durchaus eine Verbindung zu den Zeichnungen, aber die Überlagerungen, das Große, das Monumentale fehlt hier natürlich und bietet einen wirklich erstaunlichen Kontrast. Wir sind auf ein Interview gestoßen von Friederike Mayröcker 2016 mit Renate Graber im Standard und Renate Graber hat Friederike Mayröcker gefragt, und würden Sie nicht dichten, würden Sie malen, war die Frage. Ja, erst heute früh habe ich darüber nachgedacht, ich würde sehr abstrakt malen, ich bin ein großer Freund der bildenden Kunst, habe sehr, sehr viele Texte gemacht zu Arbeiten von alten Meistern und Zeitgenossen, weil mich das so wahnsinnig anzieht. Welche Farben würden Sie verwenden? Starke Farben. Wie würden Sie malen? Wie Francis Bacon. Er hat zwar keine starken Farben verwendet, aber Wahnwitziges gemacht und mein Schreiben ist ja auch ein Wahnwitz. Und das Schreiben, würde ich jetzt sagen, ist eher wie dieses imaginierte Malen, eher wie Francis Bacon. Wenn Sie die Atelierumgebung von Francis Bacon kennen, dann ist das etwas, was man vielleicht in Analogie setzen könnte zum Chaos und zur Materialität dieser Umgebung bei Mayröcker. Und im Gegensatz zur Malerei sind die Zeichnungen eben etwas anderes, sehr Intimes, Verspieltes, oft auch, Herr Obrist hat das ja sehr schön beschrieben, oft auch Medium der Mitteilung an Freunde und Bekannte, also Stichwort Korrespondenzen, allen voran Ernst Jandl, die Serie der Schutzgeister,
Es gibt daneben auch wunderbare Zeichnungen für Kinderbücher. Friederike Mayröcker hat ganz viele Kinderbücher auch gemacht und mit Illustrationen anderer, aber auch Zeichnungen für Kinder, ein Kinder-ABC, einen Kinderkalender, und das finden Sie auch in dem, im Katalog. Und sie hat dann gemeint, das sei das genaue Gegenteil, also ihre Zeichnungen seien genau das Gegenteil von den Texten, also sozusagen die Monumentalität der Texte findet ihr Pendant dann in diesen filigranen Zeichnungen. Vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis, auch Ernst Jandl hat viel gezeichnet, und man kann fragen, warum haben die so viel gezeichnet? Es liegt natürlich an der Szene der 50er, 60er Jahre. Die Galerie St. Stephan ist hier ganz entscheidend. Sie waren natürlich in diesem Orbit von Gerhard Rühm, der Wiener Gruppe, von Arnulf Rainer, von Maria Lasnik. Also das heißt, das war einerseits der kulturelle Kontext, der war für den Jandl vielleicht fast noch wichtiger. Der hat so à la Picasso gezeichnet, der hat immer wieder versucht, auch diese internationale Avantgarde fast professionell wissenschaftlich zu erforschen, was der Friederike Mayröcker als Gestus immer fern lag. Also der Jandl war zum Beispiel auch befreundet mit dem englischen Avantgarde-Künstler Ian Hamilton Finlay, da gibt es ganz großartige Zusammenarbeiten. Er hat es professioneller betrieben, vielleicht als Mayröcker. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass diese Zeichnungen eben ein ganz spontaner, intimer, spielerischer, bei Jandl in manisch-depressiven Phasen auch ein Ausdruck des Ausagierens war und es bei aller Gegensätzlichkeit durchaus ganz enge Verbindungen eben auch zum literarischen Werk gibt. Also sozusagen als Spielbein auch. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis vielleicht in eigener Sache. Wir machen zum 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker nächstes Jahr eine große Friederike Mayröcker Ausstellung in der Johannesgasse im Literaturmuseum, ganz hier in der Nähe. Eröffnet am 17. April. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, und da präsentieren wir erstmals sozusagen Material aus diesem Nachlass, aus dieser Fülle, Fotos, Briefe, Zeichnungen, die wir neu entdeckt haben. Die Musik spielt eine große Rolle, die bildende Kunst spielt eine Rolle, aber natürlich auch dieser Zusammenhang von Leben, Schreiben und Wohnen. Und es gibt ein Prosa-Buch der 80er Jahre, ein großes, das es im Titel schön auf den Punkt bringt. Der Titel dieses sehr dicken Prosa-Buches ist Mein Herz, mein Zimmer, mein Name, und das ist eigentlich fast Programm für unsere Ausstellung, aber auch für Mayröcker selber. Die Ausstellung selber wird heißen Ich denke in langsamen Blitzen, Friederike Mayröcker, Jahrhundertdichterin. Und ja, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass es hier die Gelegenheit gab, aus dem Fundus dieser Nachlässe hier in diesem Kontext die Zeichnungen zu zeigen, und dass wir hier den Katalog haben. Danke. Danke. Danke sehr. Sehr schön. Man lernt ja immer was.